Gibt es hier Zeitlöcher? Wird am Untersberg ein Tag zu einem Wimpernschlag? Bewachen geheimnisvolle Wesen das Innere des Berges? Oder wartet hier ein Kaiser auf seine Wiederkehr? Wir sind unterwegs mit Werner Vogel, einem Höhlenforscher, der das weit verzweigte Höhlensystem am Berg bestens kennt. Und mit Johannes Lang, dem Stadtheimatpfleger von Bad Reichenhall, der den Mythen auf den Grund gegangen ist. Der Hype, der heute gerade in der Esoterik um den Untersberg erfolgt, hat ja seine Basis im großen Sagenschatz des Untersberges. Der Untersberg gilt als einer der sagenreichsten Berge der Alpen. Und dieser große Sagenschatz geht tatsächlich, das kann man wissenschaftlich nachweisen, auf eine einzige Geschichte, nämlich die Lazarusgeschichte, zurück. Genau hier soll diese Schrift entstanden sein, um das Jahr 1550, im Kloster St. Zeno in Reichenhall. Die Lazarusgeschichte spielt in Reichenhall, nimmt hier ihren Ausgang. Darüber hinaus ist die Rede von einer riesigen Kirche und St. Zeno ist die größte romanische Kirche Altbayerns. Und darüber hinaus gibt es deutliche Hinweise darauf, dass dieser Verfasser Kenntnis hatte vom Leben in einer klösterlichen Gemeinschaft. Also ich bin zum ersten Mal mit diesem Thema in Berührung gekommen. Da war ich vielleicht 18 oder 20 Jahre und die hat mich seit dieser Zeit eigentlich fasziniert, diese Geschichte, weil sie eben anders als normale Sagen so detailgenau gewesen ist. Eine Bilderhandschrift aus dem 17. Jahrhundert illustriert das Geschehen. Da geht eine Gruppe von reichen Haller Bürgern auf den Untersberg. Mit dabei der Gehilfe des Stadtschreibers. Er trägt einen biblischen Vornamen. Lazarus. Unsere Berggesellschaft, diese Reichenhaller Gesellschaft, wo der Lazarus mitgeht, die ist mit hoher Wahrscheinlichkeit über den Hirschangerkopf gekommen. Das ist also dieser Berggipfel da im Hintergrund. Und die sind vermutlich also dann da über das Hochplateau des Untersbergs gestiegen. Die Gruppe stößt auf eine geheimnisvolle Inschrift. Lazarus wird noch einmal auf den Berg geschickt, um die Zeichen abzuschreiben. Da begegnet er einem barfüßigen Mönch. Der führt ihn in den Berg hinein, in eine himmlisch-jenseitige Welt, in der die Zeit aufgehoben scheint. Tatsächlich verändert sich in einer Höhle das Zeitgefühl, sagt Höhlenforscher Werner Vogel. So die ersten Stunden hat man eigentlich nur das gleiche Zeitgefühl oder fast das gleiche wie draußen. Also man kann dann ungefähr die Stunden abschätzen, wo man in der Höhle ist. Wenn es einmal über dem Tag geht, dann fängt man an, dass das Zeitgefühl verschwimmt. Also man weiß dann nicht mehr, ist jetzt Vormittag oder ist Nachmittag. Je länger dass man drin ist, verliert man praktisch seinen gewohnten Tagesrhythmus und kriegt halt einen eigenen Rhythmus. Also wenn es ringsum dunkel ist, dann ist einfach der Gehörsinn ist dann mehr sensibilisiert. Wenn man das Gefühl hat, man hört jetzt Stimmen oder was auch immer, dann ist einem klar, das ist jetzt irgendein Luftzug oder das ist ein Tropfwasser oder was ähnliches. Wenn man aber jetzt in einer psychischen Ausnahmesituation ist, sei es, weil einem das Licht ausgegangen ist oder vielleicht, weil man sich verlaufen hat in der Höhle, also das verstärkt natürlich irgendwie das Beklemmungsgefühl dann. Eine zentrale Rolle in den zahlreichen Untersbergsagen spielt der Kaiser, der in den Berg entrückt ist. Dort wartet er auf seine Wiederkehr, um das Land von allen Feinden zu befreien. Steht am Anfang des Mythos diese Figur? Diese Kaisergestalt wird bereits in der Lazarusgeschichte geschildert. Da heißt es ausdrücklich, ich sah einen Kaiser, der hatte eine goldene Krone an und ein Zepter in der Hand. Und sein Bart reichte ihm bis an den Latz, also bis an die Brust. Und genauso ein Kaiser ist hier in St. Zeno im Kreuzgang dargestellt. Lazarus sieht den Kaiser über eine Wiese am Berg schreiten. Dann zeigt ihm der Mönch, wo dieser Kaiser die letzte fürchterliche Schlacht schlagen wird. Am Walserfeld. Lazarus darf heimgehen, mit der Auflage zu schweigen. Und erst nach 35 Jahren alles aufzuschreiben.
Hier haben wir tatsächlich eine Art Prosa-Schrift, die ganz anders gestrickt ist. Da geht es um Action, da geht es um Welt, um Bergentrückung, da geht es um das Weltenende, da geht es um unheimliche Gestalten, mit denen man zusammentrifft. Und wir müssen uns einfach mal vor Augen führen, dass die Menschen damals nicht reizüberflutet gewesen sind. Und so eine Geschichte, die berührt jeden. Die Geschichte wird abgeschrieben, immer wieder neu erzählt und verändert. Es hat dann einen ganz entscheidenden Schritt gegeben, und zwar durch die Veröffentlichung eines kleinen Büchleins. Das nennt sich das Brixner Volksbuch, genannt Sagen der Vorzeit oder ausführlich Beschreibung von dem berühmten salzburgischen Untersberg oder Wunderberg. Auch diese Schrift wurde anonym verlegt. Im Jahr 1782. Johannes Lang hat einen Jäger aus Großgmain als Autor ausgemacht. Das Heft enthielt in leicht abgewandelter Form auch die Lazarus-Geschichte und wurde zum Verkaufsschlager. Als sich später die Gebrüder Grimm daran machten, deutsche Sagen zu sammeln, nahmen sie dankbar die Erzählungen aus diesem Büchlein auf. Unser Sagenbild, das wir so landläufig haben, ist ein komplett verklärtes. Verklärt durch die Gebrüder Grimm, auch verklärt durch den Nationalsozialismus. In Wirklichkeit haben diese Sagen keinen altgermanischen Ursprung, auch keinen keltischen Ursprung, sondern in der Regel sind es Geschichten, die nicht älter sind als 300, 400, maximal 500 Jahre. Und die Höhlen? Sie trugen dazu bei, dass aus dem Untersberg der Wunderberg wurde. Es gibt hier nicht mehr Höhlen als in anderen Gebirgsstücken, meint Werner Vogel. Aber die Höhleneingänge sind am Untersberg sehr gut sichtbar, sind sehr leicht zugänglich und es sind auch sehr viele entweder Touristen, Almwirtschaftler oder Forscher von der Stadt Salzburg da herum. Also der hat einfach mehr Leute da und mehr Leute finden einfach auch mehr. Bis heute ist die Rede davon, dass die Untersbergmandal durch Höhlen- und Stollensysteme unter dem Königssee bis nach St. Bartholomä wandern. Also ist sehr schwer vorstellbar, weil man braucht erstens einmal sehr lange Gänge, die wo nicht da sind. Es gibt keine Höhlen zum Königssee hinüber. Und selbst wenn das jetzt lauter Bergmandel waren, die wo irgendwelche Gänge geschaffen haben, sie haben dann doch technische Probleme, weil sie müssen ja unter der Berchtesgaden oder Bischofswieser auch, sie müssen es irgendwie durch, sie müssen die Gänge durch das Grundwasser bauen. Also es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass es sowas gegeben hat. Die Lazarus-Geschichte ist ein Paradebeispiel dafür, wie Sagen tatsächlich entstehen und wie bis heute an einem Mythos weitergestrickt wird.